Die Freiwillige Feuerwehr Fischerment lud auch heuer wieder zum traditionellen Ball. Nicht zuletzt, um auf die Situation der freiwilligen Arbeit bei der Feuerwehr hinzuweisen. Der Ball der Freiwilligen Feuerwehr, könnte ich mir vorstellen, ist ein wichtiger Event für euch in der Stadt. Ja, absolut. Es ist quasi ein Highlight des Fischermenter Ballkalenders. Also neben dem Pfarrkränzchen und dem Faschingsumzug kommt natürlich dann auch der Ball der Freiwilligen Feuerwehr Fischerment. Und diese drei zusammen sind eigentlich die Highlights des Fischermenter Ballkalenders, wie gesagt. Wir machen unseren Ball aus Tradition. Es kommen alle Feuerwehren zu uns und auch die Fischermenter und wir feiern eben in die Nacht hinein. Was ist jetzt das Besondere? Wen habt ihr heuer zu Gast? Wer macht die Musik? Das ist eigentlich wie jedes Jahr hier am Feuerwehrball. Auf der einen Seite im großen Ballsaal spielt der Fischermenter Band und dann im kleinen Erkerzimmer haben wir die Alias Töhm, die dann schon ein breites Spektrum abbildet von der typischen Ö3-Hitparade bis zu den alten Klassikern, ist ja alles vertreten. Jetzt habe ich draußen gesehen, da stehen jede Menge Körbe. Sind das jetzt eure Tombola-Körbe? Woher kommen sie? Wer sammelt sie ein? Ja, also das ist unsere Tombola, wie jedes Jahr. Das haben wir von Geschäftstreibenden aus Fischerment und eben aus der Umgebung, von Privatpersonen, von der Gemeinde bekommen wir die Preise und wir verkaufen Lose dafür und dann für den Reinerlös können wir Geräte ankaufen. Was macht denn so die Freiwillige Feuerwehr in Fischerment das ganze Jahr, wenn sie nicht gerade Bälle feiert? Ja, also wir fahren so circa 500 Einsätze im Jahr, viele Schulungen, viele Übungen, Brandsicherheitswachen und eben die Unterstützung für die Gemeinde und eben für unsere Vereine. Wenn die irgendwas haben, dann unterstützen wir sie dabei. Ich komme zu der Erkenntnis, dass sobald der Ball eröffnet, sind zwei Drittel aller Gäste sich in die Bar irgendwie verzupfen. Wisst ihr das hier im Fischermann? Geht man gerne in die Bar? Ich kann jetzt nicht für alle Gäste hier sprechen. Ich habe einmal, es ist schon einige Zeit her, eine Tanzschule besucht mit meiner jetzigen Frau. Wie gesagt, ist schon leider etwas länger her. Das heißt, ich bin nicht mehr ganz so fit am Parkett. Darum muss ich sagen, verschlägt es mich auch dann eher mehr hier an die Bar. Heute wird getanzt. Wie schaut es mit Ihren eigenen Tanzkünsten aus? Findet man Sie auf der Tanzfläche? Nein, also ganz schlecht. Bin kein Tänzer leider. Das heißt lieber an der Bar? Nein, nicht an der Bar. So ein bisschen unterhalten und mit den Gästen reden. If I was dying of thirst, you could love and caress me. If I said I'd be a beautiful man.